Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück zu How to Survive 2. Wir sind dabei, 50 Infizierte heute zu töten. Spannend. Bin ja natürlich auch da. Jetzt machen wir was Neues. Oh Mann, oh, diese eine Fliege, ne? Von der habe ich dir vorhin schon erzählt. Diese eine Fliege macht irre. Oh, hinter uns. Ich versuche mal. Oh, ich kann dir nicht anzoomen. Komm, 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 na komm. Wir spielen jetzt gerade auf Queststufe 15. Das ist schon relativ hoch. Obwohl wir 10 sind. Ja, macht ja nichts. Das Problem ist, ich treffe jetzt selbst mit dem Richter, also mit der Waffe hier. Also mache ich keinen One-Shot mehr. Ich finde, es wird Zeit, dass wir das Kupferkabel finden, um einen besseren Bogen herzustellen, beziehungsweise bessere Waffen. Wie kommt man da rüber? Ach, hier hoch geht's. Keksdose, hast du gesagt. Nach Norden geht's noch. Ja, das füllt ein bisschen auf. Ich habe auch gesehen, dass die Keksdose sind wie Schokoriegel. Ich habe die jetzt alle ineinander gefressen. Das war wahrscheinlich nicht der klügste Schachzug. Macht nichts. Ich finde das mit dieser Zeit relativ komisch. Also, mir haben auch einige geschrieben, dass eben so ein Truthahn-Thanksgiving-Braten, den wir da mal gemacht haben, gegenüber einem Ei, was ja nur ein Ei kostet, dann länger hält. Also, die beiden Mahlzeiten füllen 100% auf. Aber der Truthahnbraten hält halt länger. Aber das ist halt irgendwie so, Gut, wenn du erstmal so einen Truthahn geschluckt hast. Sind halt 5 Minuten, ich weiß ja auch nicht. Dann hau ich mir doch lieber noch ein Ei hinter, weißt du? Ich sehe darin irgendwie den Sinn nicht. Das wirklich so lohnt auf Dauer, ne? Zu kochen, meinst du? Ja, eben. Warum nicht die normalen Eier verwenden? Weil dieses eine Mal braucht halt Fleisch und das Ei, sagen wir mal, ne? Und das andere nur das Ei. I don't know. Ah, ich habe auch durch 2 durchgeschossen gerade. Echt? Hast du gut gemacht. Ich finde, es müsste noch so einen Bluteneffekt geben bei den Gegnern. Guck mal hier, echt, ich brauche 2 Schuss jetzt, ne? Doch nicht normal. Ich hab schon Karabiner gelevelt, ne? Ich kann mal kurz gucken. Ach stimmt, das könnte ich auch mal. Warte mal, Moment, das stimmt, du hast recht. Das werde ich jetzt auch mal checken. Skill da. Waffen. Guck jetzt auch mal bei den Waffen. Karabiner-Experte. Nee, ich brauche erst Level 15, bis ich da mal weitermachen kann. Ich hab das Karabiner, schon ausgemaxt. Karabiner, Armbrust-Experte, kann ich noch skillen. Ja, dann mach mal. Scheiße, ich habe nicht genügend, um in das nächste Level zu kommen. Das macht nichts. Wir kriegen ja hier echt genug. Also. Moment, konnte ich gerade mit dir sprechen? Demo. Nee. Nee. Sah ihm so aus, ich dachte gerade. Wäre schön, aber wir verstehen uns auch ohne Worte. Ja, wir sind ja Männer. Ja, klar. Corned Beef. Oh, Schloss knacken. Und? Nichts drin. Es ist nichts drin! Das ist halt echt super dämlich. Also das nimmt dem Spiel so ein bisschen die Möglichkeiten irgendwie, finde ich jetzt persönlich. Weißt du, wenn du halt so Sachen drin hast, wie Schlossknacken, wie Kochen, ja, Kochen und so Sachen, dann musst kochen, du das doch irgendwie ja auch nach meinem Geschmack nutzen. Also dann in dem Spiel ist es halt so, als wäre es halt aufgesetzt, ne? Hätte, glaube ich, gereicht, wenn einer von uns jetzt Schlossknacken gemacht hätte, aber hey, mein. Naja, aber du guck mal, du vergibst ja deine Questpunkte darauf, dass du schneller Schloss knackst. Das heißt, es müsste ja eine Situation geben, in der du unter Zeitdruck ein Schloss knackst. Achso, das Weiterleveln des Perks, also des Skills, beziehungsweise, da hast du recht. Aber so, man musste ja auch schon zu Anfang überhaupt erstmal das leveln, ne? Oh, man kann zwischen Häusern durch. Ist auch neu. Mhm. Bin mir nicht sicher, irgendwie scheint da hier nach Norden, hier nach Norden. Ah nee, das ist. Nee. Kommt man denn in dieses andere Gebäude hier neben? Da hat man was hinter der Wand gesehen, gell? Kommt man aber irgendwie nicht rein. Da hab ich mich gerade erschreckt. Beziehungsweise verschluckt. Hüstel, Hüstel. Ich nehme deine Feuersteinspitzen da schon mit. Don't worry. Ist das alles oder ist unten links, rechts noch was? Also es geht hier noch lang. Holzbrett! Geil! Können wir wirklich mal das Camp aufleveln? Jetzt sollten wir genug haben.
Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu klein kalkuliert. Ich könnte ja mal die eine Seite noch ein bisschen offen lassen. Aber ich glaube, es kommt es kommen jetzt keine großen Gebäude nochmal hinzu, soweit ich das gesehen habe. Nur noch echt? So ein Mast. Okay. Na gut, wir haben jetzt eine Küche, wir haben für die Rüstung, wir haben für die Waffen. Ich glaube, da gab es jetzt nichts mehr. Was so riesengroß ist, meine ich jedenfalls. Boah, pam! Hä, schieben? Ja, kannst du schieben. Ja, aber wo könnte das Sinn machen? Wo ist denn die Schiebte? Ja, schieb's mal vor mich hin. Schieb mal hier ran. Dann kommen wir da über die Mauer. Ja. Dieses Quietschgeräusch. Danke. Okay, jetzt können wir hier auch rein. Ja, guck dir das an. Wieder eine Kugelgießform. Als ob eine nicht reicht. Und noch so, ein Schraubendreher. Ich knack mal das Schloss, um mich ins Bett zu legen. Oh ja, komm. Hier. Was war das hier? So. Huch. Bin ja. Wie geht's denn hier? Was hast du jetzt hier gefunden? Steinmäßig raus. Durchs Fenster. War jetzt hier irgendwas gefunden? Also ich, außer das, was wir eh schon viel spannender haben. Ist doch, wie kommen wir hier wieder raus? Ah, hier durch. Das ist eine gute Frage, aber da müsste zu sein, wo du bist. Siehst du? Gefangen im System? Ich glaube, wir haben die Arschkarte, weißt du das? Hey, vielleicht können wir jetzt noch 10 Zombies anlocken. Oder man macht im Nahkampf. Hey, warte mal, können wir nicht ja einfach durch das. Guck mal hier. Hey, durch das Fenster? Das ging doch vorher immer. Wahrscheinlich, weil es im Gang ist. Haben uns jetzt festge. Trink doch mal was, mein Guter. Wir zwingen uns doch zu nichts. Trink mal was. Guck mal, pass mal auf, ich mach mit. Hier, warte. Ach, hier durchs Fenster wahrscheinlich. Mit Schliffgeräuschen. Hier bei dem Schlafzimmer. Nee. Ey, hol mal deine Kumpels, wir müssen noch 10 killen von dir. Von dir. Hast du noch? Wieso kommt der hier durch? Hä? Die spawnen hier einfach. Aber hier ist doch ein Eingang. Warte mal, hier ist doch ein Eingang. Hier. Hier, was? Wo? Da. Ah! Geil! Minias! Und hier müssen wir wahrscheinlich. Ja, genau. Also hier kann man auf jeden Fall auch durch. Ja, okay. Wir haben. Oh, wir Boomer. Haben alles gut. Oh, fuck. Zurück. Oh, Mist. Oh Gott. Ich bin noch am Leben. Bist du da? Oh Gott. Mir geht's gut. Lass mich zurück. Mission ist so. Ui. Oh Gott, wenn die sich so schnell bewegen, ne? Oh, Mist, hat er mich umgerissen. Okay, warte. Das muss ich aber auch noch hoffen. Wir haben dich doch. Easy going. Guck dir das an. Hast du noch Pfeile von mir? Alter, also, gerade doch nicht immer so in Panik. Bin ja. Ja, wohin? Aber ich muss mich mal heilen. Schön. So. Nochmal schnell was reinziehen. Ein Regal. So. Hast du noch Bolzen von mir? Oh, guck mal. Wie sie da stehen im Garten. Oh. Ja, Bolzen habe ich für dich, warte. Party on. Bleib stehen. Da hast du. Danke. Kann man da durchgucken? Ich hätte die gern mal so, ne? Du warst schon. Warte mal, kommen die hier rüber? Wenn ich jetzt hier stehe. Oh, okay, jetzt hat's geruckelt. Wow! Okay, ich glaube, ich hab ein Thumbnail. Oh, gut, ich auch. Guck mal, wie sie aber sich die kommen in schön geordnet. Ja, Zweier reinbilden. Eieiei. Wir haben 50 Zombies gekillt, ne? Muss dir mal vorstellen, Minias, das waren früher mal alles Menschen. Das ist egal, sie müssen sterben. Der Schweiner. Der wollen wir Meister. Was macht denn der Dicke da? Der blockiert. Ja, ich glaube auch. Ii! Oh. Pfui, 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 pfui.
Ehe sie platzt. Und last but not least. So. Wir haben es geschafft. Ach, sehr gut. Ich will eigentlich gleich auch zurück, glaube ich. Also das... Ja. So spannend ist jetzt hier auch nicht. Ich will jetzt Camp machen. Auf jeden Fall das Camp machen. Armbrustbolzen für Minias. So. Das einsammeln. Gut. Das ist doch mal schön. Hier so auf der Wiese, ne? So ein Stück Rasen da einfach mitten in der Stadt. Einfach mal durchschnaufen, ne? Was soll das hier eigentlich? War hier mal ein Spielplatz? Weiß keine Sau. Nee, das ist das Zombie-Sammel-Dings da so. Ich, ne? Bis beschädigen. Tschüss. Tschö. So. Ich bin wieder da. Oder auch ich nicht. Ich hab zu spät gedrückt. Ich hab noch einen Ladebalken. Da, bin da. Jetzt. So, Gott. Wir können ja mal mit ihm nochmal quatschen. Jo. Geht nicht. Ah, jetzt doch. Ah. Oh, hallo. Was für dich denn hier? Du musst doch jetzt durch. Wir haben doch gerade miteinander. Ah, jetzt sehe ich den Roboterarm. Ja, jetzt hat er. Das ist ja geil. Ich sag ja. Das ist ja geil. Der sieht aus wie ein Terminator. Du musst trotzdem jetzt weiterreden. Oh, hallo. Was für dich denn hierher? Du willst wissen, was ich gegen Kovac habe? Was ich für Probleme mit dem habe? Du findest das bei der Sache mit Kovac übertreibe? Oh nein. Gott. Da übertreibe ich ganz sicher und gar nicht. Fremdschirm. Ja. Du willst also, warum ich so gegen ihn bin, ja? Kovac hat mein Leben zerstört. Er und ich, wir kennen uns seit ewigen Zeiten. Und ich sage, der Mann ist irre. Er hat bewusst das Sinken meines Schiffes herbei... Was, sein Schiff ist? Wo ist denn hier Wasser? Naja, das meint er metaphorisch. Okay, das Sinken meines Schiffes herbeigeführt, auf dem ich mich damals befand. Warum? Um mich zu zwingen, auf einer Insel voller Infizierte zu überleben. Ach, wir sind auf einer Insel? Nee, er meint das nicht metaphorisch. Okay. Das waren die ersten, die ich sah, und ich war nicht der Einzige. Das heißt, wir können wahrscheinlich irgendwann mit dem Schiff flüchten. Hoffe ich. Ich glaube es nicht, aber okay. Das Ganze war eine riesige Prüfung zur Schaffung von Super-Überlebenden, an der ich niemals teilnehmen wollte. Aber das ist nicht der Grund meiner Feindseligkeit. Ich war damals mit meinem Schiff auf dem Weg zu meiner Familie. Ich konnte sie nicht finden, nicht vor der Ausbreitung der Infektion schützen. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Das ist das wahre Gesicht von Kovac. Deshalb will ich dich vor ihm bohren. Ah ne, jetzt bin ich in eine andere Stimme gekommen. Okay. Es liegt bei dir, ob du dein Schoßhütchen sein und hier für ein bisschen Gerechtigkeit sorgen willst. Nachdem ich das jetzt alles weiß, wärst du bereit, mir zu helfen, dir meinen Deckzettel zu verpassen. Bossen, das geht so ein sächsisches über. Das tut mir leid. An alle Sachsen. Gut, Kenjis, heißt der Kenji? Aha. Ja, der heißt Kenji. Kenji, guck mal, auch das Symbol von Kenji finde ich gut. Aber wir nehmen die Quest jetzt nicht an, ne? Wir müssen jetzt noch zum Camp. Was? Glaube ich, auch voll. Ja, wir sollten, oh, doppelt Escape. Ja, wir sollten mal gucken. Wir gucken mal mit Tab. Das heißt, wir müssen hier erstmal in dem Bunker. Das ist schon cool hier mit seiner komischen Hand, ne? Wir gehen über den Bunker. Wir looten noch schnell den Bunker von Kovac. Ja klar. Immer her damit. Der Gute, der ist ja sehr fleißig. Der hat ja immer wieder neuen Quark. Er hat leider immer nur Stöckchen Holz dabei. Und ich verstehe mal nicht, warum wir noch kein Sägewerk haben. Also jemand meinte, er hat hier auch Rüstungsteile liegen, aber ich wüsste partout nicht wo. Also es tut mir echt leid, aber wir gucken ja schon. Aber der hat sowas nicht. Was haben wir übersehen, kompletten Raum? Was war denn das hier eigentlich? Das war doch hier ab Stufe 5, ne? Haben wir bis jetzt nicht angesprochen, das Funkgerät. Hallo Funkgerät? Ah, makabre Karneval. Da haben wir schon... Ah, da kam die Quest Fressen und Gefressen werden her. Und hier gibt es auch makabre Karneval. Ich weiß auch gar nicht, wo führt das... Was ist eigentlich Ziel dieses Spiels? Also so wirklich. Dass man alle Quests macht? Dass man jeden abhakt einfach? Naja, ist ja schon so eine Art Story, wobei es halt sehr zusammengeflickt ist, ne? Also ich weiß hier schon nichts mehr von Story. Ihr das noch? Ich nicht. Na gut, die Brüder sind halt immer so wird halt immer so eingestreut. Moment mal, wo ist unser Camp? Da ist unser Camp. Da. Da müssen wir. Oh nein! Aua! Lass mich durch! Oh, das bist ja gar nicht du. Hab mich geschlagen.
Du, jetzt werden hier so langsam auch ganz schön rabiat auf unserer normalen Karte. Oh Gott! Minions! Help me, please! Du bist unter uns. Ah! Ah ja. Oh, das ist aber... Du bist ja auch lustig. Du schießt mir immer in den Rücken. Oh, fuck, 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 fuck. Sie kriegen mich! Lass mich raus! Lass mich... Ah, der hat gefinisht. Hast du es gesehen? Er hat gefinisht. Ja, Mann, wieso zieht er den jetzt gerade nicht an? Oh, was ist das? Was ist denn hier los? Wir werden hier gerade überrannt, ne? Oh, ich muss immer ein Stück zurückziehen. Heiße! Fuck. Auf freie Feld! Aufs freie Feld! Oh! Aua! Achtung! Ich kreuze! Hm? Oh. Alarm! 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 Oh, Jesus. Da sind sie mir gerade glücklicherweise beide rein. Was war denn das jetzt, ne? Eben? Oh. Junge, das war jetzt aber sehr, das war fast schwieriger als in jeder Mission. Oh, mir tut gerade der F-Finger weh. Ich will keinen Loot-Finger mehr haben. Und es sich automatisch einsammeln. Oh, das war jetzt aber ganz schön... War? Ganz schwierig. Hier im Norden. Hier. Ja. Hier. Ja, sehr gut. Wir verstehen uns schon, ne? Ja. So, schnell mal wegpacken. Aber ich mach jetzt schon wieder diesen Fehler und sag ihm, er soll alles Knieschutz. Achso, hab ich ausgerüstet. Knieschutz. Ja, cool. Holzbretter. Leere Flasche. Wir können mal schauen, vielleicht können wir uns noch neue Rüstungen machen. Wir können das Ding ja mal aufwerten. Der Richter? Hier, Armbrustbolzen liegen wieder drinne für dich. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was zu essen, ne? Oh ja, wir haben jetzt ordentlich was gefunden, ja. Also wenn ich mich daran erinnere, dass das ja zu Anfang richtig schwierig war, mal an Essen zu kommen, ne? Dieses Corned Beef und so weiter, das kannst du auch reinpacken. Daraus können wir uns aber was kochen, ne? Mach ich. Okay. Wir brauchen eine Brille, wofür auch immer. Oh, 7 Holzbretter haben wir hier, also wir können basteln. Aluminiumdose. Auch weg. So, ich glaube, das war's. Munition? Ja. Sieht gut aus. Denn jetzt immer noch überladen? Was habe ich denn noch? Ich habe 4 Hämmer dabei. Ah, ja, der Hammer. So. Hammer in the morning. Ich schau mal, ob wir die Rüstungs... diese kleine Rüstungsstation auf... Ja, wir können es ausbauen, brauchen dafür aber auch 2 Holzbretter. Aber wir haben es ja jetzt. Hau rein. Okay. Habe ich getan. Jetzt bräuchten wir auch nochmal 2... Was können wir denn herstellen? Was kann denn überhaupt Module? Ein Bogenvisier. Schau mal, Bogenvisier. Zielfernrohr für geringe Vergrößerung. Das heißt, wenn du dir ein... Was ist das denn? Weihnachtsmütze, Narrenkappe, Brustschutz, Mechanikerherz, das haben wir ja. Helmmechanikerherz, ja, den haben wir ja schon gefunden, ne? Oh, ein Zielfernrohr. Ich weiß nicht, vielleicht bringt das was. Benötigt Gebäudestufe 8. Der Helm. Hm. Warum brauchen wir nicht? Haben wir ja auf. Noch irgendwas? Der Armschutz. Du hattest den Armschutz schon, ne? Irgendjemand fehlte das. Ich glaube, die habe ich den Armschutz. Ich hatte einen Armschutz. Knieschutz, glaube ich, hatte ich. Warte mal. Sag mal, was du hast. Ich habe einen Knieschutzmechanikerherz. Ach so, dann würde ich mir jetzt nämlich auch mal eins machen. Armschutz hast du aber noch nicht, ne? Ja gut, ich habe einen Beinschutz oder Knieschutz oder sowas, meine ich. Oder ist das links was anderes? Ja, aber ich habe ja keinen. Du hast gar nichts. Nee, ich habe nur einen Knieschutz. Also ich brauche ja 2 Ellenbogenschützer plus 2 Knieschütze plus... Was? Ehrlich? Du brauchst 2 Knie? Ja, guck mal auf den Charakterbildschirm. Du hast ja links und rechts. Ja, ich bin gerade im Produzieren-Modus drin, deswegen... Ach so, okay. Ich mache jetzt mal einmal und das war's schon wieder. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an.
Also ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal meinen Armbrustexperte skillen. Armschutz. Ach, guck mal, ich habe einen Armschutz. Übrigens erhöht den angerichteten Schaden. Das geht jeweils 10% hoch, wenn du den Skill hochnimmst. Das ist Tatsache, wir brauchen 2 Knieschützer, ne? Boah. Ja, gut. Tja, ist halt die Frage, in was wir unsere Punkte noch reinstecken, weil ich habe nicht so viele, dass ich sagen würde, ne? Da können wir nicht das Camp auf? Nee, können wir nicht. Camp ist Level 10 und das ist praktisch die Kovac-Story. Wahrscheinlich ist das so, dass wir, nur mal so geraten, von der Story her, die Kenji uns dann anschließen oder so, weil wenn Kovac, weißt du, abgeschlossen ist nach Level 10. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wohin das gehen soll. Für mich ist das gerade noch relativ träge, für mich, die Geschichte und Story. Storytechnisch, das wird zwar eine Geschichte erzählt, aber im Endeffekt gehen wir in die Stadt und suchen Felgen, wir suchen ein Radio, wir suchen ein Funkgerät, wir suchen, ne? Also es ist jetzt gerade so ein bisschen, ne? Wie viele Folgen haben wir jetzt? Gefühlt wir 23, oder? 21 oder 22? Nee, haben wir bei 17 aufgehört? Ah, 17, dann müssen wir 21 sein. Also wir haben 20 Folgen und... Eigentlich ist noch nicht viel passiert. Nee. Das ist schon richtig. Wir sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ja, ist doch auch mal ganz schick. Genau. Dann? Ach, muss du, ich jetzt ich, oder was? Ach, ja, ihr Lieben, wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.